Dass die Füße trocken bleiben, wenn man durch eine Pfütze tritt, ist oftmals der Gore-Tex-Membran zu verdanken. Doch was passiert, wenn der Schuh offen ist, die Sohle also Löcher hat? Schuhkurier TV hat sich auf den Weg in die Gore-Zentrale im bayerischen Feldkirchen gemacht, um dem Klimakomfort im Schuh auf die Spur zu kommen. Und um mit Gore-Tex Footwear Sales Manager Thomas Fröhlich über eine neue Technologie zu sprechen. Gore-Tex Surround. Die Entwicklung der neuen Technologie hat mehrere Jahre in Anspruch genommen. Aber wie ist ein Gore-Tex-Schuh mit Surround-Technologie eigentlich aufgebaut? Die Gore-Tex Surround-Technologie ist eine Technologie, die 360 Grad Klimakomfort für den ganzen Fuß bietet. Das heißt, sie sind rundum wasserdicht, was jeder andere Gore-Tex-Schuh derzeit schon auch ist, aber jetzt auch neu rundum atmungsaktiv und bietet dem Endverbraucher somit kühle, angenehme Klimakomfort im Schuh. Wir haben angefangen mit dem Bergsport, wo wir ein Produkt hatten, das ganz ausgerichtet für den Bergsport eben war und haben dadurch mehrere Produkte entwickelt, die jetzt eine Vielzahl von Endanwendungen abdecken. Die Basis eines wasserdichten Gore-Tex-Schuhs ist das Laminat. Das Laminat für Gore-Tex-Schuhe mit Surround-Produkttechnologie besteht aus drei Schichten. Dem Funktionsvlies, der eigentlichen hauchdünnen Membran und einem Schutzgewirke. Wir haben Laminate mit einer hohen Isolation entwickelt, die für den Winterbereich eingesetzt werden. Wir haben Laminate für den Herbstbereich eingesetzt mit einer gewissen Isolation und einer hohen Atmungsaktivität. Und jetzt mit der neuen Technologie eine Technologie entwickelt, die der Endverbraucher wirklich im Frühjahr Sommer anwenden kann und dort einen absoluten Vorteil im Klimakomfort erreicht. Bei den neuen Gore-Tex Surround-Schuhen, die besonders für Frühjahr und Sommer geeignet sind, können Wärme und Feuchtigkeit somit nicht nur durch den Schaft, sondern auch durch die großen Flächen auf der Sohle entweichen. Für uns war es wichtig, zum einen die offenen Flächen zu finden, das richtige Maß an der offenen Fläche und auch nicht den Gehkomfort über die Sohle einzuschränken. Des Weiteren war für uns wichtig, dass wir einen Vlies finden, das durchstoßfest ist und atmungsaktiv ist. Und zum Weiteren brauchten wir das richtige Laminat, um die Socke dementsprechend zu nähen und verschweißen zu können, damit dies richtig in den Schuh eingearbeitet werden kann. Dieser Socken ist auch der wichtigste Bestandteil dafür, dass der Schuh im Endeffekt wasserdicht ist und natürlich auch atmungsaktiv ist. Des Weiteren wird dann diese Socke in den Schaft eingearbeitet und mit dem Schaft auch gezwickt. Diese Kombination, wirklich Schaft, ist jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass der Schuh wasserdicht ist. Als nächstes kommt dann die Sohle mit den großen offenen Flächen. Diese offenen Flächen werden auf der einen Seite mit einem durchstoßfesten, atmungsaktiven Filz ausgelegt und auf der anderen Seite mit einem Dekorlayer, der aussieht wie ein kleines Gitter. Diese Sohle ist nun atmungsaktiv, allerdings nicht wasserdicht. Muss sie auch nicht sein. Dadurch, dass der Schaft, der wasserdicht und atmungsaktiv ist, an die Sohle geklebt wird, dann der gesamte Schuh rundum wasserdicht und rundum atmungsaktiv ist. Wir testen von Anfang an natürlich die einzelnen Materialien, Leder, Textilien, Nähgarne und Schnürsenkel und gehen dann weiter auch in die Konstruktionstests und testen die ganzen Schuhe auf die Wasserdichtigkeit und die Atmungsaktivität. In aufwendigen Tests prüft Gore die Qualität der wichtigen Komponenten und des ganzen Schuhs. In der Flex Machine, einem speziellen Gehsimulator, müssen Testschuhe bis zu 500.000 Mal durch ein Wasserbad laufen. Das entspricht einer 825 Kilometer langen Wanderung durch einen Bach. Spezielle Sensoren prüfen, ob Feuchtigkeit in den Schuh gelangt. In der Gore-Zentrifuge werden Schuhe mit Wasser gefüllt und 60 Minuten lang mit hoher Drehzahl geschleudert. Bleibt das Löschpapier unter der Sohle trocken, ist der Schuh wasserfest. Ein Testgerät dafür steht in jeder der 160 Produktionsstätten für Gore-Tex-Schuhe. Schuhe mit Gore-Tex-Surround-Technologie sind auch ausgesprochen pflegeleicht, wenn man einige Dinge beachtet. Der Endverbraucher sollte beim Tragen der Schuhe darauf achten, dass er keine Baumwollsocken trägt, da Baumwolle Feuchtigkeit aufnimmt und speichert und nicht mehr weiter abgibt. Zur Pflege der Schuhe sollte er Imprägniersprays verwenden auf wasserlöslicher Basis. Beim Reinigen der Sohle reicht einfach Wasser und eine Bürste. Die Gore-Tex Surround-Technologie sorgt für kühle und trockene Füße, gerade im Frühjahr und Sommer. Egal ob drinnen oder draußen, bei Wärme oder Regen, wenn ich den Schuh den ganzen Tag anhabe, im Büro, auf Städtereisen, die Kinder in der Schule oder im Kindergarten.